Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, als Jugendliche und Azubi der Deutschen Bahn arbeiten wir in einem Konzern, der inzwischen über 120 Länder vertreten ist. Damit ist klar, dass viele Nationalitäten in der Belegschaft vertreten sind. Auch unsere bundesweit knapp 10.000 Azubis bei der BW sind ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Wir erleben täglich, welche Vorurteile gerade gegen Migranten in diesem Land bestehen. Daher haben wir mit großer Aufmerksamkeit die vom Neonazis Brief verursachten Anschläge auf Jugendeinrichtungen und Menschen verfolgt. Auf Initiative der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG haben wir schon im Jahr 2000 ein Projekt begonnen, das Azubis gegen Rassismus und Neonazis in unserer Gesellschaft sensibilisieren soll. Seitdem trägt der Bahnkonzern jedes Jahr unter der Überschrift Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt einen Wettbewerb aus, in dem Azubis in Projekten Überlegungen anstellen, wie man sich nicht nur im Rahmen der Ausbildung für mehr Zivilcourage und gegen Gewalt einsetzen kann. Vor diesem Hintergrund ist vielleicht auch verständlich, weshalb das couragierte Verhalten der von Anschlägen betroffenen Familien aus der hufeisen Siedlung sich gegen Nazi-Propaganda zu wehren unsere Hochachtung findet. Wir hoffen, dass dieses Beispiel Schule macht. Auch die heutige Aktion setzt ein gutes Zeichen und lässt uns gemeinsam dafür sorgen, dass wir viele solche Aktionen in dieser Stadt haben. Berlin ist bunt und nicht braun. Gemeinsam gegen Neonazis und gegen Hass und Gewalt. An dieser Stelle danke an alle, die hier waren. Das Aktionsbündnis BRITZ wird im nächsten Jahr noch von sich hören lassen. Wir werden natürlich auch noch andere Veranstaltungen machen. Und ihr könnt gerne noch hier bleiben oder hier an der Treppe mit uns noch reden, in Gesprächen vertieft sein, auch gerne noch im Kreis stehen. Vielen Dank, dass alle da waren. Das ist ein ganz wichtiges Symbol.